Hier stelle ich Ihnen jetzt die Sorte Neutrino vor. Neutrino stand in den Landessortenversuchen und hat dort sehr gut abgeschnitten. Er ist für den Anbau 2020 von der Landwirtschaftskammer für den Bereich Biogas empfohlen worden. Er bringt sehr hohe Gesamttrockenmasseerträge und bringt dementsprechend auch sehr hohe Biogaserträge. Er hat eine sehr gute Jugendentwicklung, ist sehr zügig auch in der Jugendentwicklung, macht eine enorm lange Restpflanze, die dann eben auch dazu beiträgt, hohe Gesamttrockenmasseerträge mit guten Qualitäten zu produzieren. Die Anbauempfehlung für Neutrino gilt für die mittleren bis guten Standorte mit einer Aussaatstärke von 7,5 bis 9,5 Pflanzen pro Quadratmeter. Saatenunion. Züchtung ist Zukunft.